habe Klecks. Bin lustig und gescheit. Bring Fragen, Wissen, Spaß für euch. Auf Knopfdruck jederzeit. Mann, der ist ja richtig cool bei mir auf dem Kopf. Hallo und herzlich willkommen zu Krieg-Krak-Krex. Wenn ihr durch den Wald lauft, habt ihr bestimmt schon einmal so ein Blatt mit Nüsschen gesehen. Das ist ein Eichenblatt mit Eicheln. Wusstet ihr, dass die Eiche der Inbegriff für Stärke, Kraft und Beständigkeit ist? Deswegen ist die Eiche auf vielen Münzen und Wappen abgebildet. Aber nicht nur die Eiche, auch die Buche oder Fichte haben Geschichten zu erzählen. Ich würde sagen, los geht's in den Wald! Aber ihr sollt ja eigentlich 70 cm Platz lassen, ne? Ja. Sind das 70? Ja. Ach, habt ihr ausgemessen? Ja. Okay, und wie viele wollt ihr heute noch pflanzen? So viele wie es geht. So viele wie noch Kraft haben, denke ich mal. Die Traubeneiche ist ja dieses Jahr der Baum des Jahres. Wie kommt denn so eine Nominierung überhaupt zustande? Ja, da gibt es ein Gremium und das ist noch gar nicht so alt. Das ist im Prinzip in den 70er, 80er Jahren erst entstanden, dass gesagt wurde, die Menschen haben eine ganz andere Einstellung zu den Bäumen bekommen damals. Sonst wurde immer genutzt und auch die Nachhaltigkeit war noch nicht so verbreitet, wie es heute ist. Und dann haben sich halt ganz, ich sag mal, Interessierte gefunden, die gesagt haben, okay, wir wollen den Baum, jeweils eine Baumart im Jahr besonders hervorheben. Und es gibt halt seit den 80er Jahren unterschiedlich in den verschiedensten Ländern, aber in Deutschland dann diesen Baum des Jahres. Und was ist jetzt das Besondere an der Traubeneiche? Die Traubeneiche ist ein ganz toller Baum. Also schauen wir mal zurück. Die hat also nicht nur das Holz, was sie uns liefert, sondern sie ist auch der Baum der Vergangenheit gewesen, der durch Hutewaldung dazu geführt hat, dass die Schweine dick wurden. Ne? Also die Eiche hat den Speck produziert. Denn die wurden eingetrieben ganz früher in die Wälder und haben natürlich die Eicheln gefressen. In den Ställen lag auch oft Eichenlaub als Einstreu. Die Eiche hat auch sogar noch bis in die 80er Jahre, auch, also zu meiner Lehrzeit, haben wir das auch noch gemacht, haben wir Eichengerbrinde geworben. Da wurde also die Eichenrinde abgeschabt und dann hat sie durch die Gerbstoffe, wurde sie wirklich industriell auch verwandt zum Gerben. Also das wissen die wenigsten Leute. Und dann produziert sogar die Eiche auch noch Tinte. Das ist eine Sache, die auf dieser Gallwespe beruht. Wenn man so auf den Blättern so ein Bällchen sieht, dann fragen wir viele, was ist das? Das ist durch ein Insekt verursacht und dieses Insekt und diese Galle kann man im Prinzip zu ganz schwarzer Tinte verarbeiten. Ne? Und ganz wichtige Dokumente, auch in der Politik, werden wirklich mit dieser Galltinte dann unterschrieben. Aber ansonsten ist sie natürlich ein Baum zum Liebhaben, sage ich mal. Sie ist für viele Insekten ein Zuhause. Also sie ist der Baum hier in Deutschland, der ökologisch gesehen am wertvollsten ist. Also wo, ich sag mal, wirklich ganz viele Tierarten, unterschiedliche Tierarten dann auch Nahrung und Unterkunft finden. Wie stellen sich denn die Mädels heute hier an beim Einpflanzen der Bäume? Also die machen das ganz gut. Natürlich gibt es da am Anfang auch Schwierigkeiten. Der Boden ist jetzt nicht gerade der lockerste. Der ist also doch schon mit einigem Kraftaufwand, ist hier das Loch vorzubereiten. Aber grundsätzlich machen sie das ganz gut. Jetzt haben wir hier noch eine ganz, ganz leere Fläche. 1000 Bäume werden heute noch gepflanzt. Machen das alles die Mädels, die Schüler? Nein, natürlich nicht. Hier gibt es also noch richtige Waldarbeiter, die das hier richtig nachher vollpflanzen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie viel wir schaffen. Und den Rest machen dann die Erwachsenen. Und wird das dann heute Nachmittag alles gleich mit Maschinen gemacht? Nein, das wird alles manuell gepflanzt, alles mit, wie gesagt, mit Waldarbeitern, die hier, genauso wie wir es jetzt machen, die Reihen zupflanzen. Also richtig schön mit Handarbeit und ganz viel Vertrauen in die neuen Bäumchen. Richtig, genau. Das hier war ja früher mal ein Truppenübungsplatz. Was haben wir denn da jetzt hier Besonderes in der Tierwelt? Ja, wir haben natürlich ein ganz großes Gebiet, zusammenhängendes Waldgebiet. Viele Tiere brauchen ja große, viele, weite Flächen.
und wenig Menschen. Und das haben wir hier. Und hier haben wir zum Beispiel als Besonderheit, hier kommt der Wolf vor. Schon alleine aufgrund der Ungestörtheit. Der ist natürlich ganz vorsichtig. Wir haben hier Hirsche, Rothirsche. Wir haben hier auch den einen oder anderen Elch schon mal durchziehen sehen. Also es ist einfach, weil es große Waldflächen sind, die es ja nur an bestimmten Stellen gibt, ist das einfach hier ein optimaler Lebensraum. Wie kam es denn jetzt zur Zusammenarbeit, dass genau Ihre Grundschule hier bei dieser Baumpflanzaktion mitmachen darf? Unsere Grundschule hat einen Kooperationsvertrag mit der Oberförsterei Baruth. Wir besuchen jedes Jahr die Forstwoche in Glashütte mit unseren Kindern und die Station in Baruth, um den Wald näher kennenzulernen. Und ich denke mal, dass daraus dieses Projekt entstanden ist. Und wurde das jetzt vorher schon im Unterricht auch behandelt, das Thema Wald, Bäume, die Tiere und so weiter? Wald, Bäume, Tiere ist in jedem Jahr dran, immer zur Vorbereitung auf die Forstwoche und im Sachkunderahmenplan sowieso drin von Klasse 1 bis 4 und im Biounterricht wird es fortgesetzt. Und müssen die Kinder jetzt auch darüber, was sie heute gemacht haben, einen Bericht schreiben oder irgendeine Art Arbeit? Nein, sie müssen keinen Bericht schreiben, aber wir haben sowieso zurzeit eine Projektwoche, die sich ums Thema Gewalt ist out dreht. Und da passt so eine Aktion, denke ich, ganz gut rein, weil man hier muss man Teamarbeit beweisen und muss zusammenarbeiten und kann sich halt nicht gegenseitig anzicken. Und darüber machen wir eine Art Dokumentation, aber erst nach den Ferien mit Fotos und kleinen Berichten. Und wie sind denn die Reaktionen von den Schülern, wenn sie sagen, wir gehen jetzt raus in den Wald und pflanzen Bäume? Die Schüler freuen sich immer, wenn wir sagen, wir gehen raus. Ob es Pflanzen von Bäumen ist oder andere Exkursionen, für sie ist wichtig, dass wir auch mal raus sind aus der Schule. Gibt es denn bei Ihnen auch Unterricht in der Natur oder haben die Schüler einen Schulgarten, wo sie sich schon mal mit dem Thema Natur identifizieren können? Also einen Schulgarten hat unsere Schule nicht, aber wir liegen ja im Stadtteil Waldstadt und haben um unsere Schule sehr viel Wald ringsrum, sodass wir im Frühjahr und im Herbst unsere Unterrichtsgänge zum Thema Wald und Pflanzen und Natur ringsum die Schule machen können. Warum haben Sie sich denn überhaupt jetzt für Kinder entschieden, die Bäume pflanzen und nicht für die Erwachsenen, für die Käufer, die ja letzten Endes auch das Laminat gekauft haben? Na, eine Idee dabei war sicherlich, dass die jungen Menschen, die Bäume pflanzen, die Bäume dann schlussendlich auch lieben und auch für die Zukunft pflegen. Hier ist heute schon einiges passiert. 1000 Bäume werden gepflanzt und man sieht, die Kinder waren schon ganz schön fleißig. Es geht uns natürlich auch darum, Bewusstsein zu schaffen für die Umwelt, für die Natur. Und am besten kann man das, wenn man selber unmittelbar in Berührung kommt. Das ist hier eine Fläche, die wir vor einigen Jahren erworben haben, ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Und hier haben wir zuerst wirklich mal all das, das Kriegsmaterial, unter Anführungszeichen, die Metalle, die da in der Gegend waren, weggebracht und wirklich versucht, hier eine neue Natur zu schaffen. Und jetzt ist das der nächste Schritt. Und wenn Kinder jetzt lernen, wie Natur funktioniert, Bäume gepflanzt haben, sich damit auseinandersetzen, wie lange so ein Baum lebt, was er braucht, wie er wächst, dann führt das sicher auch dazu, dass sie ein anderes Bewusstsein haben im Umgang mit der Natur. Und das ist auch die Idee dahinter. 350.000 Bäume wurden jetzt gepflanzt. Am 31.12.2014 läuft die Aktion ab. Was kommt danach? Ja, wir sind am Überlegen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt dann 2 Jahre auch daneben eine Aktion gehabt, die stark im sozialen Bereich verankert war. Also es geht uns immer um diese Nachhaltigkeit, immer um diese Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und auch der Umwelt. Ehrlicherweise möchte ich das aber noch geheim halten, weil das soll ja dann auch wieder ein kleiner Paukenschlag werden. Die Fläche, die wir hinter uns sehen, liegt jetzt im Moment noch brach. Da werden heute noch 1000 Bäume gepflanzt. Ab wann können wir denn dann wirklich von einem Wald sprechen? Also wir rechnen so in 5 bis 7, manchmal auch 8 Jahren, dass sich die Pflanzendecke geschlossen hat. Ne, dass also die Bäumchen nicht nur für sich alleine stehen, sondern im Prinzip eine Fläche bilden. Und dann wäre die Kultur gesichert, dann wäre das Wald. Und 1000 Bäume werden heute gepflanzt. Wie viele wären dann auch wirklich große, riesengroße Bäume? Also große, riesengroße Bäume, da können wir sagen, bis sie geerntet werden, vergeht ganz, ganz viel Zeit. Viele Bäume werden in der Zwischenzeit geerntet und nachher bleiben circa
100 Bäume auf dem Hektar, also auf 10.000 Quadratmetern stehen. Mehr ist es gar nicht. Ne? Es ist so weit ausladend dann auch die Krone, sodass diese Baumzahl nachher der Endbestand ist. Bisher hatten wir die Baumpflanzaktion immer in Schleswig-Holstein, weil ja Schleswig-Holstein die wenigsten Bäume in ganz Deutschland hat. Wie sieht das hier in Brandenburg aus? Nun, wir haben natürlich einen relativ guten Flächenanteil mit Wald bestockt. Wir haben 35% der Landesfläche in Brandenburg mit Wald bestockt. Davon sind 75% mit Kiefer bestanden. Das ist ja wirklich unsere Brotbaumart. Und deshalb sind wir auch so froh, wenn also die Traubeneiche, die hier auch heimisch ist, wieder vermehrt angebaut wird. Und da geben wir uns ganz große Mühe, die Forst- wie auch die Waldbesitzer, dass wir das hinkriegen, um einen gemischten Wald entstehen zu lassen, der natürlich auch stabiler gegen alle möglichen Kalamitäten ist, von den Insekten angefangen. Und natürlich wollen wir auch so im Hinblick auf eventuell sich veränderndes Klima vorbeugen und eine große, facettenreiche waldbauliche Gestaltung vornehmen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, aber die Baumpflanzaktion ist so gut wie abgeschlossen und jetzt gibt es für die Kinder auch noch eine Stärkung. Das haben sie sich aber auch redlich verdient. Ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Ich gebe zurück an Elsa ins Studio. Tschüss. Mensch, da läuft man so oft durch den Wald und weiß doch so wenig. Von uns war es das leider auch jetzt schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder vielleicht auch schon vorher im Wald. Bis dahin, tschüss.